Es hat mich einfach berauscht. Ich bin davon high geworden. Ich habe keine andere Entschuldigung, als dass ich es genossen habe. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei einem neuen True Crime Fall. Der Fall, den ich euch heute vorstellen möchte, ist irgendwie im Gegensatz zu den anderen, die ich so in letzter Zeit gemacht habe, irgendwie ein bisschen etwas anderes mal wieder, habe ich das Gefühl. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Fall auf jeden Fall. Es wird sehr, sehr abartig und ich würde sagen, wir starten einfach direkt in den Fall. Aber können wir kurz mal festhalten, dass heute einfach der 1. März ist, also heute ist Freitag, wo ich das Video aufnehme und das ist heute der 1. März. Und das sind einfach schon 2 Monate von 2024 vergangen. Wie schnell vergeht bitte die Zeit? Ich finde es so unheimlich krass. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob es euch auch so geht. Und dann würde ich sagen, starten wir in den heutigen Fall. Wir sprechen heute nämlich über den sogenannten Barbecue-Killer Joe Matheny. Und zwar führt uns der heutige Fall in die Stadt Baltimore. Baltimore ist die größte Stadt des US-Bundesstaates Maryland und hat knapp 500.000 Einwohner. Und dort wurde am 2. März 1955 Joseph Roy Matheny geboren. Joseph wuchs insgesamt mit 5 Geschwistern auf. Seine Familie war relativ arm. Seine Mutter arbeitete sehr viel. Sie arbeitete oft in Doppelschichten als Bardame und Kellnerin. Und sein Vater litt an Depressionen und war alkoholabhängig und starb außerdem bei einem Autounfall, als Joe gerade mal 6 Jahre alt war. Nachdem sein Vater starb, musste Joes Mutter eben allein für 6 Kinder sorgen und die Familie war ohnehin schon relativ arm und so musste sie noch mehr arbeiten, war sehr, sehr selten nur zu Hause und konnte halt kaum Zeit mit den Kindern verbringen, weil sie eben dafür arbeiten musste, dass sie überhaupt etwas zu essen hatten. Sie wollte eben alles dafür tun, dass die Kinder nicht hungern müssen und so mehr oder weniger ein gutes Leben haben können. Dabei konnte sie ihnen aber eben keine Liebe und Aufmerksamkeit schenken, was sich eben Kinder natürlich genauso wünschen. Und Joe empfand das damals ziemlich als Vernachlässigung. Also er wirft seiner Mutter auch vor, dass sie eben keine Zeit für die Kinder hatte. Aber ja, von außen ist das, finde ich, sehr schwer zu beurteilen, wenn du so eine alleinerziehende Mutter bist, die sich um 6 Kinder zu kümmern hat. Wenn man nicht selber da drin steckt, finde ich, kann man darüber sehr schwer urteilen. Und auch wenn die Beziehung zwischen Joe und seiner Mutter nicht besonders liebevoll und harmonisch war, beschrieb sie ihn trotzdem als Kind, dass er weniger negativ auffiel. Er war sehr intelligent, war ein guter Schüler und wirkte eigentlich immer höflich und nett nach außen. 1973 trat Joe Matheny dann auch der US Army bei und studierte wohl nebenbei auch Physik. Auch hier gibt es wieder so ein paar verschiedene Aussagen von ihm und von seiner Mutter. Joe selbst meinte wohl, er war in Vietnam stationiert gewesen und sei dort dann auch an Heroin gekommen und abhängig geworden. Seine Mutter hingegen behauptete, dass er in Deutschland stationiert gewesen war, was jetzt genau stimmt, ist im Nachhinein schwer zu sagen. Auf jeden Fall meinte sie selbst auch, dass ja das Schlimmste, was Joe dort in der Army passiert ist, eben die Drogen gewesen seien, denn er ist dort abhängig geworden und er distanzierte sich dadurch auch immer mehr von seiner Familie und eben noch mehr von seiner Mutter. Die Zeit nach der Army war für Joe also auch alles andere als schön. Er landete als Obdachloser auf der Straße, verbrachte seine Zeit hauptsächlich in Bars und mit anderen Obdachlosen und nahm hauptsächlich Drogen und Alkohol zu sich. In seinen 30ern lernte er dann eine Frau kennen, welche ebenfalls auf der Straße lebte und ebenfalls drogenabhängig war. Als er dann aber herausfand, dass sie von ihm schwanger wurde, wollte er sein Leben wieder in den Griff bekommen. Er hatte jetzt wieder einen Grund, sich anzustrengen, sein Leben in den Griff zu bekommen und wollte sich bemühen, dass es seinem Kind später gut gehen würde. Er fand sogar einen Job als Truckfahrer und konnte seiner Familie damit sogar ein besseres Leben bieten als das, was sie vorher hatten, nämlich das Leben in Zelten entlang eines Flusses. Dadurch, dass er eben Truckfahrer war, kam es auch dazu, dass er oft sehr lange Arbeitszeiten hatte, dass er oft auch abends und nachts arbeiten musste und so kam es, dass Joe eines Abends nach Hause kam und feststellen musste, dass seine Freundin mit sämtlichen Besitztümern aus der Wohnung und dem 6-jährigen Sohn abgehauen war. Das Ganze passierte im Jahr 1994 und es stellte sich heraus, dass seine Freundin zusammen mit dem 6-jährigen Sohn Joe verlassen hatte
um bei einem anderen Cat zu sein und mit diesem Drogen zu nehmen. Joe wollte das Ganze aber nicht einfach hinnehmen, er wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Er war furchtbar wütend auf seine damalige Freundin und natürlich auch furchtbar traurig, weil er seinen Sohn so gerne behalten hätte. Er versuchte alles, um die beiden irgendwie aufzuspüren und zu finden, weil er eben sich nicht trennen konnte, nicht loslassen wollte. Und so kam es dann, dass er sich ja auf die Suche nach ihnen begab, er seinen Job wieder kündigte, er wieder obdachlos wurde und wieder drogenabhängig. Während der Suche nach den beiden fand Joe dann heraus, dass seine Ex-Freundin mit ihrem neuen Kerl zusammen festgenommen wurden und sein Sohn in eine Pflegefamilie gesteckt wurde. Und Joe, ja, wusste selbst, dass er mit seiner eigenen Hintergrundgeschichte auch keine Chance hätte, irgendwie an das Sorgerecht für seinen Sohn zu kommen oder überhaupt wieder an seinen Sohn zu kommen. Für Joe war damit sämtliche Hoffnung verloren. Für ihn brach eine komplette Welt zusammen. Er hatte seine Familie verloren und das Einzige, was ihn sozusagen damals von der Straße und von den Drogen weggebracht hatte und... ja, so sollte der Kreislauf wieder von vorn beginnen. Sein erster Gedanke dabei war, sich an seiner Ex-Freundin zu rächen, denn sie war in seinen Augen die Person, die ihm all das weggenommen hatte, was er jemals geliebt hatte. Und somit hatte er nur noch diesen einen Gedanken, sich an seiner Ex-Freundin zu rächen und sie zu töten. Eines Abends hörte er dann in den Kreisen, in denen er damals verkehrte, dass seine Ex-Freundin und ihr neuer Freund wieder draußen waren, wieder unterwegs waren und wohl bei der Baltimore-Hanover Street Bridge unterwegs waren, um dort Drogen zu besorgen. Das Ganze ist irgendwie so eine Brücke am Fluss und das ist wohl so eine typische, ja, Obdachlosen-Gegend, wo ganz viele Zelte mit Obdachlosen sind und ja, halt mehr oder weniger so ein Versammlungspunkt. Unter Drogen und mit Mordgedanken in seinem Kopf nahm sich Joe dann eine Axt und ging ihm zu dieser Brücke, befragte dort zwei Obdachlose namens Randall Brewer und Randy Piker. Und nachdem diese ihm erzählt hatten, dass seine Ex-Freundin mit ihrem Kerl dort war, um Drogen zu kaufen und die beiden schon weitergezogen waren, schien bei Joe irgendetwas durchzubrennen oder ja, vielleicht waren das auch einfach die Drogen. Auf jeden Fall schlug er dann mit der Axt eben auf diese beiden Männer ein und ließ ihre toten Körper dann einfach dort an Ort und Stelle liegen. Nach eigenen Aussagen tötete Joe noch am selben Abend zwei Sexarbeiterinnen, denen er ebenfalls unter der Brücke begegnete, und einem anderen Mann, dem er begegnete, und warf dessen Leichen aber in den Fluss. Es vergingen noch insgesamt 3 Wochen, bis man eben die Leichen der beiden Obdachlosen unter der Brücke gefunden hatte, wodurch eben nur noch sehr wenige Spuren gesichert werden konnten. Gab damals wohl auch mehrere Streitigkeiten zwischen verschiedenen Gruppierungen von den Obdachlosen, und so kam es dann, dass ein anderer Obdachloser namens Larry Amos am 2. August 1995 die Axt gestohlen hatte, mit der Joe zuvor die beiden anderen Männer getötet hatte und selbst damit einen Mann namens Everett Dovell tötete, und das genau an dem Tag, an dem man die beiden Leichen der anderen Obdachlosen fand. Larry Amos bekam für diesen Mord dann 8 Jahre und ich glaube, seine Strafe wurde nochmal irgendwann auf 1 Jahr und 9 Monate runtergesetzt, warum auch immer. Ich glaube, das liegt teilweise daran, dass die Politik sich um, ja, die Obdachlosen in den USA nicht so unbedingt großartig schert. Und jedenfalls war es dann natürlich schwer, dass dadurch, dass Larry eben auch dieselbe Axt benutzt hatte, bevor man noch diese anderen beiden Leichen fand, war das da einfach dann irgendwie später schwer zu beweisen, dass eben Joe mit dieser Axt die beiden anderen Männer getötet hatte. Und somit kam es dann, dass Joe circa 1 Jahr lang im Gefängnis saß und eben auf seinen Prozess wegen dieses Mordes wartete, aber im Endeffekt dann natürlich freigelassen wurde, weil es eben keine handfesten Beweise mehr gab, dass er die beiden Obdachlosen getötet hatte. Immerhin wurde er in diesem einen Jahr aber zumindest drogenfrei, was ihm allerdings auch nicht so viel brachte, weil nachdem er entlassen wurde aus dem Gefängnis, ging alles wieder von vorne los, er landete wieder auf der Straße, er war wieder obdachlos und er war auch wieder drogenabhängig. Nach seiner Zeit im Gefängnis fand Joe dann aber zumindest auch einen neuen Job, er konnte nämlich wieder als Truckfahrer arbeiten bei der Firma Stein & Sons und sein Arbeitgeber erlaubte ihm sogar auf dem Gelände einen Trailer zu beziehen, also auf dem Gelände der Firma, und er sollte dafür dann einfach immer abends und nachts so ein bisschen sozusagen das Grundstück bewachen, also als wäre er so praktisch der Security, der eben auf diesem Gelände wohnt. Nach all der Zeit brannte in Joe immer noch eine unsagbare Wut auf seine Ex-Freundin. Er hat es immer noch nicht verkraftet, dass er wegen ihr seinen Sohn verloren hatte und konnte sie aber nie finden, dafür aber andere Frauen, an denen er seine Wut auslassen konnte.
Als er eines Nachts durch Baltimore fuhr, entdeckte er sein nächstes Opfer, die 45-jährige Catherine Ann Meganizer. Catherine war seit mehreren Jahren schon Sexarbeiterin gewesen und war zudem auch drogenabhängig, wodurch sie Joe irgendwie ein bisschen an seine Ex-Freundin wohl erinnerte, und jedenfalls lockte er sie dann mit dem Vorwand von Drogen und Geld mit in seinen Trailer. Die beiden hatten dann auch Sex miteinander und direkt danach nahm Joe dann ein Verlängerungskabel und hat Catherine damit erdrosselt. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr unangenehmen Part. Also nicht, dass so ein Mord nicht schon unangenehm genug wäre, aber falls ihr gerade irgendwie was zu essen in der Hand habt, würde ich euch empfehlen, das wegzulegen, denn das wird jetzt sehr, sehr ekelhaft. Joe nahm nämlich den toten Körper von Catherine und versuchte dann mit einem Messer so viel Fleisch und Muskelmasse wie möglich von ihrem Körper abzutrennen und verpackte das dann so in kleine Stückchen. Er vergrub die Überreste von ihrer Leiche in einem flachen Grab auf dem Grundstück der Firma, also ganz in der Nähe von seinem Trailer, verpackte dann einige ihrer Fleischstücke in Papierbeutel und steckte die in seinen Kühlschrank. Und die anderen hat er wohl in seinem Drogenrausch ja zubereitet und selbst verspeist. Er grub wohl auch ihren Leichnam irgendwann nochmal aus, hat den dann nochmal in mehrere Teile zerstückelt und ihn dann nochmal ja weiter voneinander entfernt auf dem Grundstück verteilt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft er das gemacht hat. Auf jeden Fall soll er wohl 2-3 Mal immer wieder mal Leichen ausgegraben haben und sie dann nochmal woanders vergraben haben. Damit ist der ekelhafte Part allerdings auch noch nicht abgeschlossen, denn Joe besorgte sich in den nächsten Wochen alle nötigen Ressourcen, um einen eigenen Barbecue-Stand zu eröffnen am Straßenrand. Also das war alles total provisorisch. Er hat wohl sogar das Schild von dem kleinen Stand selbst geschrieben und ja, wie ihr wisst, hat er auch einige Teile von dem Körper von Catherine eben in seinem Kühlschrank gelagert und hat diese dann mit in diesen Barbecue-Stand genommen. Er mischte dann das menschliche Fleisch eben mit dem anderen Fleisch, was er dort verkaufte. Also er verkaufte dort wohl Roast Beef und Pork Sandwiches und hat dann das Fleisch miteinander vermischt und an ahnungslose Passanten verkauft. Joe selbst meinte sogar noch, dass das ja menschliche Fleisch ähnlich wie Schweinefleisch schmecken würde und dass, wenn man das miteinander vermischen würde, ja gar keinen Unterschied mehr merken würde. Am 11. November 1996 lud Joe dann die 23-jährige Kimberly Lynn Spicer in seinen Trailer ein. Dort versuchte er sie zu vergewaltigen und mit einer Bierflasche zu missbrauchen. Anschließend stach er 26 Mal mit einem Messer auf ihr Gesicht und auf ihren Halsbereich ein und ja, vergrub ihren Körper anschließend wieder auf dem Grundstück der Firma in der Nähe seines Trailers. Und man kann sich das Ganze so vorstellen, dass das halt wie so ein riesiges verlassenes Fabrikgelände war und um diesen Trailer herum waren halt auch wie so kleine Waldgruppen, also Baumgruppen. Das war also so ein bisschen ja wie so ein kleiner Wald, einfach kann man sich das vorstellen. Am 8. Dezember 1996 war dann die 37-jährige Rita Camper bei ihm im Trailer. Die beiden nahmen auch wieder Drogen zusammen. Rita allerdings eröffnete ihm dann, dass sie ja kein sexuelles Interesse an ihm hatte und das machte Joe ziemlich wütend. Er begann, sie ins Gesicht zu schlagen und dabei zu lachen und sagte ihr: "Ich werde dich umbringen und deinen Körper im Wald bei den anderen Mädchen vergraben." Rita schaffte es tatsächlich, aus dem Trailer zu fliehen und rannte um ihr Leben. Joe jagte ihr aber hinterher und schnappte sie, zog sie wieder zurück in den Trailer, begann dann schon, ihr die Hose auszuziehen, um erneut zu versuchen, sie zu vergewaltigen. Und dann konnte sie aber wieder fliehen, nämlich durch ein Fenster in dem Trailer. Und sie schaffte es tatsächlich dann, über einen Zaun zu klettern, verletzte sich dabei sogar noch und konnte aber letztendlich entfliehen und war damit das einzige Opfer, das einen Angriff von Joe Metheny überlebt hatte. Während Joe dann schon ja allmählich Panik bekam und sich schon mit dem Gedanken befasste, was passieren würde, wenn ja jede Sekunde jetzt die Polizei auftauchen würde, zögerte Rita allerdings damit, das Ganze anzuzeigen. Und wahrscheinlich zögerte sie halt, weil sie eben eine obdachlose Prostituierte war und ja, man muss halt sagen, es ist als Frau generell schon schwer, so etwas überhaupt anzuzeigen, und wenn man dann halt sowieso schon obdachlos und Prostituierte ist, kann ich mir eben vorstellen, dass man da noch mehr Angst davor hat, wirklich zur Polizei zu gehen und sowas
erzählen. Joe wusste das aber natürlich nicht und rechnete halt jeden Tag damit, dass irgendwie die Polizei plötzlich auftauchen könnte und eben davon erfahren könnte. Und so beschloss er, wieder einige der Leichen auszugraben und andere Körperteile wieder an anderen Stellen zu vergraben und die ganzen Sachen eben noch weiter entfernt voneinander zu vergraben. Und eines Abends verbrachte er dann mit einem Arbeitskollegen und ja, Freund von ihm den Abend in seinem Trailer. Die beiden tranken Bier und nahmen wohl Kokain. Und ja, während die beiden da einfach so einen entspannten Abend in dem Trailer verbrachten, eröffnete Joe seinem Freund dann, dass er seine Hilfe benötigen würde, um eine Leiche zu vergraben. Sein Arbeitskollege bzw. Freund dachte dann zunächst, dass das Ganze irgendwie ein schlechter Scherz sein sollte, aber nachdem Joe ihn dann ja die Körperteile der toten Kimberly Spicer entblößt hatte, wusste er, dass es ernst war. Scheinbar schien ihn das aber nicht so sehr zu stören, denn irgendwie half er ihm wohl dabei, das Ganze zu begraben, beziehungsweise hat er auch nichts dagegen unternommen. Und nachdem ja die Überreste dann von Kimberly Spicer beseitigt wurden, nahmen die beiden nochmal eine Reihe Drogen und haben sich noch ein bisschen mehr Bier reingeschüttet und sind dann irgendwann im Trailer einfach eingeschlafen. Und jetzt wird es auch nochmal richtig kurios, denn sogar Joes Arbeitgeber, der ihm ja erlaubt, auf diesem Grundstück zu wohnen, soll von dem Ganzen gewusst haben und das Ganze sogar mitbekommen haben und hat nichts dagegen unternommen. Denn wie sich herausstellte, hatte er selber einen Haufen krimineller Verbrechen auf diesem Grundstück zu verstecken. Joes Arbeitgeber war nämlich selbst in Drogenhandel, illegalen Waffenhandel und Diebstähle und andere Verbrechen verwickelt, weshalb seine Firma sogar zu der Zeit, als Joe diese Morde begangen hatte, unter der Aufsicht des FBIs stand. Der eigene Sohn von seinem Arbeitgeber, dem er die Firma mitgehörte, ermittelte sogar verdeckt beim FBI gegen seinen eigenen Vater und bot dem Arbeitskollegen von Joe dann an, dass sie ihn ja sozusagen schützen würden, wenn er gegen Joe aussagen würde. Als das FBI dann das gesamte Grundstück durchsuchte, stießen sie schließlich auf die Überreste von Kimberly Spicer und es stellte sich wohl außerdem heraus, dass Joe auch die ganze Zeit die Drecksarbeit für die kriminellen Sachen von seinem Arbeitgeber gemacht hatte. Am 15. Dezember 1996 wurden Joe Metheny und sein Arbeitgeber Stein Senior schließlich verhaftet. Auf der Polizeiwache zögerte Joe keine Sekunde damit, seine ganzen Verbrechen zu gestehen, anders als damals bei den zwei Obdachlosen, also seine ersten beiden Opfer. Jetzt hatte er kein Problem damit, seine ganzen dreckigen Geschichten da auszupacken. Es gibt auch ein Zitat von Joe Metheny, als ihn die Ermittler gefragt haben, warum er eben diese Taten begangen hat. Es hat mich berauscht. Ich bin davon high geworden. Ich habe keine andere Entschuldigung, als dass ich es genossen hatte. Anschließend führte er die Ermittler dann auch zu den ganzen Gräbern, in denen er eben die verschiedenen Körperteile vergraben hatte. Allerdings konnte er sich scheinbar nicht mehr ganz so gut an die ganzen Stellen erinnern, wahrscheinlich auch, weil er ja ständig unter Drogen stand. Und so konnte letztendlich nur der Körper von Catherine Magaziner gefunden und identifiziert werden. Sie fanden zwar auch andere Gräber mit mehreren Körperteilen, aber die konnten dann leider nicht mehr identifiziert werden. Joe wurde dann zunächst wegen Entführung, sexuellem Missbrauch und versuchten Mordes an Rita Kemper angeklagt. Für diese Tat bekam er dann zunächst 50 Jahre Haft ohne Bewährung. Er wurde dann aber noch für die beiden Morde an Kimberly Spicer und Catherine Magaziner angeklagt. Also das waren dann scheinbar verschiedene Prozesse mit verschiedenen Haftstrafen. Im August 1998 wurde er dann für die anderen beiden Morde vor Gericht gestellt und bat selbst vor Gericht um die Todesstrafe. Vor Gericht sagte Joe noch die Worte: "Es tut mir leid, werdet ihr von mir nicht hören, denn das wäre gelogen." Am 13. November 1998 wurde Joe Metheny dann sogar zum Tode verurteilt. Allerdings wurde dieses Urteil später nochmal revidiert und letztendlich bekam er dann zweimal lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung. Joe Metheny behauptete insgesamt 13 Opfer getötet zu haben. Letztendlich konnten ihm aber nur diese zwei Morde nachgewiesen werden. Es kam wohl nochmal später einige Beweise für drei andere Opfer, die er getötet hat. Da wurden dann seine Aussagen sozusagen mit den Beweisen abgeglichen und stimmten wohl auch überein. Aber da er schon zweimal lebenslänglich hatte, wurde da, glaube ich, nichts weiter nochmal veranlasst. Er wurde im Nachhinein dann wohl auch nochmal für den Mord an der 28-jährigen Toni Ingrassia angeklagt, aber diese Anklage wurde auch wieder wegen fehlender Beweise fallen gelassen. Joe verbüßte seine Haft im Western Correctional Institute, wo er am 5. August 2017 im Alter von 62 Jahren tot in seiner Gefängniszelle gefunden wurde
Und damit ist dieser Fall abgeschlossen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angekommen. Wie ihr merkt, war das heute kein besonders langer Fall, kein besonders komplizierter Fall, aber dafür auch wieder ja, ziemlich abartig und ekelhaft. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Fall in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass halt ja die ganzen Taten, eben was Joe gestanden hat, natürlich alles nur aus seinen eigenen Aussagen kommt. Also es konnte ja kaum etwas wirklich nachgewiesen werden. So konnte man natürlich auch nicht nachweisen, dass er eben wirklich Menschenfleisch verkauft hatte. Aber ja, allein der Gedanke daran ist schon abscheulich genug. Und seine Anwältin meinte wohl auch selbst, dass sie ihm glauben würde, dass er diese ganzen Taten begangen hatte. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar da lasst, meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Ciao, ciao.